Schnittpunkte zwischen quadratischen Funktionen und linearen Funktionen. Dieser Aufgabe habe ich drei quadratische Funktionen f von x, drei quadratische Funktionen und drei lineare Funktionen g von x. Jetzt sollen jeweils die Schnittpunkte zwischen f von x und g von x bestimmt werden. Schauen wir mal auf die erste Aufgabe, x² und 3x. Ich habe das mal in ein Programm eingegeben, das Graphen anzeigen kann. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Also es ist gut zu sehen. Also die schwarze Kurve ist f von x und die rote Linie ist g von x. Man kann die Schnittpunkte gut erkennen. Wir haben einmal diesen Schnittpunkt und diesen Schnittpunkt. Jetzt sollen wir aber rechnen. Also ablesen alleine reicht nicht. Wie rechnen wir das? Man rechnet das, indem man die Differenzfunktion bildet. Also f von x minus g von x. Man bildet die Differenzfunktion und bestimmt die Nullstellen dieser Differenzfunktion. Und die Nullstellen sind die Schnittpunkte. Wir machen das mal. X² minus 3x ist gleich 0. Wir bestimmen die Nullstellen. Am einfachsten geht das durch Ausklammern. Wir klammern einen x aus, dann steht da x minus 3 ist gleich 0. Und wir wissen, ein Produkt wird 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Das heißt, entweder ist x gleich 0 oder x minus 3 ist gleich 0. Und wenn wir sagen, auf beiden Seiten plus 3, dann steht da x gleich 3. Und wir haben unsere beiden Schnittpunkte. X gleich 3 und x gleich 0. Das ist genau das gleiche, was wir auch in diesem Graphen sehen können. Also hier ist die Stelle 3 und da ist f von 3. F von 3 ist 9. Also wir haben den Schnittpunkt 0, 0 und wir haben den Schnittpunkt 3, 9. Nächste Aufgabe, x² und 2x minus 1. Man erkennt, glaube ich, ganz gut. Es gibt hier nur einen Berührpunkt. Mal gucken, was rauskommt, wenn wir rechnen. Also wieder Differenzfunktion, f von x, x² minus, jetzt müssen wir das in Klammern setzen, denn wir wollen die gesamte Funktion abziehen. 2x minus 1 ist gleich 0. Dann lösen wir mal die Klammer auf, x² minus 2x plus 1. Wenn ein Minuszeichen vor der Klammer steht, dann kann man die Klammer weglassen, muss aber in der Klammer die Zeichen umdrehen, ist gleich 0. Wie kommen wir jetzt auf die Nullstellen? Wir könnten jetzt die PQ-Formel anwenden. Besser wäre es, wenn man sieht, dass hier eine perfekte binomische Formel drin versteckt ist. A² minus 2ab plus b². Das können wir wieder zurückverwandeln in ein Produkt. X minus 1 zum Quadrat ist gleich 0. So, die Nullstelle liegt bei x gleich 1. Denn 1 minus 1 ergibt 0 und das ist die einzige. Also x gleich 1 und wir haben also unseren Schnittpunkt bei 1, 1. Letzte Aufgabe, minus x² plus 4x und 2x plus 5. Wir rechnen mal direkt ohne Bild dazu. Also f von x minus g von x, minus x² plus 4x. Minus, Klammer auf, 2x plus 5. Wir lösen wieder die Klammer auf, minus x² plus 4x, minus 2x minus 5, gleich 0. Wir können zusammenfassen, also minus x², 4x minus 2x ist 2x, plus 2x minus 5, gleich 0. So, bevor wir jetzt die PQ-Formel anwenden, müssen wir erstmal dieses Minuszeichen hier wegbekommen. Deshalb sagen wir das Ganze mal minus 1. Dann steht hier x² minus 2x plus 5. So, ich habe die PQ-Formel nochmal aufgeschrieben. Minus p halbe plus minus Wurzel aus p² Viertel minus q. Also wir haben hier p und q. Rechnen wir mal. Minus p halbe wäre, minus minus wäre plus, 2 halbe wäre 1, plus minus, Wurzel aus.
P Quadrat Viertel, P Quadrat wäre 4, 4 Viertel ist auch 1, minus 5, 1 minus 5 ist gleich minus 4, 1 plus minus Wurzel aus minus 4. Wenn wir so einen Fall bekommen, dass wir eine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen sollen, dann bedeutet das, es gibt keine Nullstelle. Wenn es keine Nullstelle gibt, dann heißt das, diese beiden Funktionen haben keinen Schnittpunkt. Na, angenommen, das ist f von x und das ist g von x und die beiden kommen sich nie in die Quere, dann gibt es keinen Schnittpunkt. Ne? Kann passieren. Fertig mit der Aufgabe.